zurück zu einem neuen Video hier vom Kanal. Woohoo! Ich bin außer Atmen. Ich bin gerade die Treppe hochgelaufen und habe noch ein paar Sachen geholt, die ich zeigen wollte. War ich voll außer Atem. Boah, es ist immer mega schwer, ein Intro zu finden. Ich sag immer das Gleiche. Heute zeige ich euch mal meine Lieblingsprodukte aus dem Januar, wie ihr wahrscheinlich schon in meinem Titel gelesen habt. January Favorites. Ich zeige euch einfach so ein paar Produkte, die mir im Januar geholfen haben, gefallen haben. Und das ist keine Werbung, also für gar kein Produkt. Es sind einfach ein paar Produkte, die ich euch empfehlen würde. Wir haben so ein paar Kategorien, also so Hair, Beauty, Skincare, Essen und Schule auch. Ja, also würde ich sagen, lasst einen dicken Daumen nach oben da, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und alle Produkte sind auch übrigens in der Infobox verlinkt, falls ihr sie direkt nachshoppen wollt. Und dann kannst du direkt losgehen mit dem ersten Produkt. Das ist eine Gesichtscreme gegen Pickel und Unreinheiten. Die habe ich mal ausprobiert, die finde ich super. Das ist La Roche-Posay, die Eva Clair Duo. Also die tue ich einfach so ein bisschen in mein Gesicht, verreibe die und ich hatte so am Anfang des Monats hier so ein paar Pickel auf dem Kinn und hier auf der Stirn. Die haben mich so genervt, habe ich das drauf gemacht und das ging eigentlich super gut weg damit. Also falls ihr auch mit Pickel und Unreinheiten zu kämpfen habt, probiert die auf jeden Fall mal aus. Die finde ich super. Dann kommen wir zum zweiten Produkt, nämlich zu dem Selbstbräuner. Ich habe einen neuen Selbstbräuner entdeckt, weil man ist so blass. Ich habe letztens Fotos gemacht und dachte mir so, was ist das denn? Also da muss ich dringend immer meinen Selbstbräuner rauskramen. Und jetzt habe ich mal einen neuen ausprobiert. Der heißt Biosoles. Kann man so aufsprühen. Und der ist auch nur mit so rein natürlichen Inhaltsstoffen, also das ist, macht auch nicht so Pickel. Es gibt ja so manche Selbstbräuner, die sind nicht so gut für die Haut, die machen dann auch Unreinheiten, aber den finde ich super. Und der macht auch nicht so orange oder so gelb, das hatte ich auch schon mal. Da bin ich aufgewacht und dachte mir so, oh nein, was ist das denn? Den finde ich sehr gut, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr auch im Winter immer so eine schöne Blässe im Gesicht habt, wie ich. Okay, weiter geht's mit noch ein Beauty-Produkt, das ist dieser Benefit Bronzer in Mini, der heißt Hula, den finde ich so cool. Der ist super süß in so einer kleinen Verpackung. Da ist direkt so ein Pinsel drin, so ein kleiner Spiegel. Wer benutzt so einen Mini-Spiegel? Da sieht man doch gar nichts drin. Ja, hier war noch so ein Pinsel dabei und ich erstmal richtiger Mega-Profi, gehe erstmal hier so voll rein und mache einfach so mein Gesicht, dass ich aussehe wie ein Streifenhörnchen. Das war nicht so schlau von mir, ich benutze meistens eigentlich meinen normalen Puderpinsel. Dafür macht das hier so ein bisschen auf die Wangenknochen, dann wird man auch direkt ein bisschen brauner. Schups! Für die Haare habe ich entdeckt dieses Aveda Botanica Repair. Das ist eine, ein Leave-In-Conditioner. Also das macht man einfach so ein bisschen die Haare nach dem Haarewaschen und dann muss man das nicht mehr auswaschen. Das riecht so intensiv und so lecker. Oh mein Gott! Da muss man sich auswaschen und das finde ich immer total nervig, wenn man gerade die Haare gewaschen hat und dann nochmal auswaschen muss. Das finde ich super gut. Meine Haare waren in letzter Zeit mir total trocken da unten. Das hat total gut dagegen geholfen. Das ist auch ohne Silikone, das war mir auch wichtig. Und das repariert die Haare auch super schnell. Okay, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich mir bei Amazon so ein Viererpack von diesen coolen Haarclips gekauft. Die sind riesengroß, aber super cool. Ich habe auch schon so ein Reels und ein Shorts vorbereitet, wo ich ein paar Frisuren zeige, was man damit machen kann. Ich habe eine pinke, eine türkisene oder so eine pastellgrüne, eine beige und eine schwarze. Schaut auf jeden Fall die nächsten Tage mal vorbei, da kommt bestimmt noch dazu das Shorts online. Jetzt kommen wir zur Kategorie Schule, da habe ich was sehr cooles. Tatarata! Ja, ihr fragt euch, was ist das? Was hat Mar wieder angeschleppt? Das hier ist so ein Riesentablett, was man einfach so ins Bett mitnehmen kann. Also wenn man morgen so gar keine Lust hat, auf sein Bett auszustehen und sich an seinen Schreibtisch zu setzen, kann man das einfach so auf seinen Schoß legen, hier seinen Laptop hinstellen. Falls man eine Maus für seinen Laptop hat, hat man hier auch noch so ein cooles Mauspad. Und es hat hier auf der Rückseite auch noch so Polster, also es ist auch noch richtig bequem. Hier oben sind dann auch so Schlitze, wo man das iPad oder Handy halt hier reinstecken kann. Und das finde ich total praktisch. Habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Hier unten ist auch noch so ein praktisches Polster, wo man die Hand halt so ablegen kann, wenn man irgendwas tippt auf seinem Laptop. Und dann rutscht auch nicht der Laptop immer so runter, wenn man da so sitzt. So. Jetzt kommt mein Favorite von allem. Das ist ein Lebensretter. Ich hatte auf meinem Schreibtisch so viele Radizelfummelkrümel. Das kennt ihr doch, wenn man so viel radiert. Ich radiere fast alles immer wieder weg. Egal, wenn ich male, wenn ich schreibe, wenn ich rechne. Halt, du sollst noch nicht angehen. Radiere ich immer und dann fliegt überall auf meinem ganzen Schreibtisch dieser Radiermüll rum.
Und dafür habe ich einen Mini-Tischsauger. Der sieht so aus. Wir brauchen einen Namen. Wie heißt der? Er hat noch keinen Namen. Wir brauchen einen Namen. Schreibt es in den Community-Tab, wie mein Staubsaugroboter heißen soll. Also der ist mini, den kann man hier anmachen. Der hat hier so ein Knöpfchen. Und dann geht man damit einfach so über so eine Schreibtischfläche und dann saugt der alles ein, was im Weg liegt. In meinem Fall die Radicke für mein Krummelchen. Der hat hier auch noch so kleine Bürstchen dran, also putzt auch gleich ein bisschen mit. Finde ich super praktisch. Der hat ja auch so einen USB-Anschluss, also den kann man auch an seinem Computer aufladen. Mega cool. Achso, wenn man dann so... Oh Gott, da ist bestimmt was drin, ne? Wenn man da so Krümelchen hat, kann man den noch einfach so... nicht weglaufen. Tschüss, aufmachen. Und dann kann man den Müll da entleeren, ohne ihn kaputt zu machen. Im Normalfall. Oh nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, suche. Okay, ich liebe den einfach. Ist ein Must-Have für euren Schreibtisch, vor allem, wenn ihr so viel radiert wie ich. Jetzt ist aus der Kategorie Spiele oder so Unterhaltung, nehmt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall haben wir da ein neues Spiel ausprobiert, das heißt Pictionary Air. Das ist super lustig. Da hat man hier so einen Stift, den schießt man einfach ans iPad an oder ans Handy oder an den Fernseher, da wo ihr halt den anschießen könnt. Und ich mache den mal ganz kurz an. Dann kommt hier so ein rotes Lämpchen, wenn man den gedrückt hat, wird das grün. Dann kann man damit malen, in der Luft. Und man sieht natürlich was und dann und man sieht auf den Geräten, was man malt. Aber nicht halt derjenige, der gerade malt, sondern die anderen Leute, die sich das angucken. Die müssen dann erraten, was derjenige gerade in die Luft malt. Und ich dachte mir am Ende manchmal, man kann das auch so aufzeichnen, was man gezeichnet hat. Wie hat das irgendwer erkannt? Also man weiß ja auch nicht, wenn man hier gerade so einen Kreis malt und dann eine Blume ran macht, wo man schon war, weil das zeichnet ja nicht in die Luft. Auf jeden Fall hatten wir schon mehrere Abende ganz viel Spaß damit. Das ist nämlich super lustig. Jetzt kommen wir zur Kategorie Essen. Da habe ich mehrere Sachen, wartet. Ich hab's gleich. Also einmal fangen wir an mit meiner Lieblingsschokolade. Das ist die beste Schokolade der Welt. Ich liebe sie. Das ist die Hands of Mine Chocolate Schokolade. Da haben wir einmal zwei Sorten. Ich liebe ja eigentlich die Cookie-Sorte, aber die war ausverkauft. Jetzt haben wir hier Crispy Cookie, Karamell und Sea Salt. Die ist mega. Und da haben wir noch Haselnut Fortune Cookie, also das ist sowas mit Glückskeks und Haselnüssen. Die habe ich auch schon mal ausprobiert. Beide sind total lecker. Kann ich euch nur empfehlen, die Schokolade. Allerbeste. Jetzt mein Lieblingstee, Matcha Latte. Das sind so Sticks, die habe ich bei DM gefunden. Tadarata! Das ist so ein Stick hier. Den macht man einfach auf, schüttet das in so ein Glas. Das ist übrigens grün. Das sieht erstmal total komisch aus. Aber es schmeckt total. Schüttelt man einfach in eine Tasse und macht heißes Wasser drauf und dann noch so ein bisschen Milchschaum. Dann mache ich immer noch so einen Spritzer Vanillesirup rein. Das schmeckt bombastisch. Gibt's bei DM. Mega lecker. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann kommen wir zu meinen Lieblingsreiswaffeln. Das sind Schokoreiswaffeln. Die sind natürlich schon offen, weil ich schon zugegriffen habe. Das ist zartbitter. Ich liebe Bitterschokolade. Und auf Reiswaffeln. Mega. Jetzt kommt noch was so ein bisschen zu Food gehört, ist zwar eine App und hat mehr was so mit Trinken zu tun, aber trotzdem mega cool. Die heißt Plant Nanny. Ich trinke immer viel zu wenig, wirklich. Meine Pflanze verdurstet immer fast, weil ich zeige euch ganz kurz, was das ist. So sieht das hier aus. Nein, ich möchte keine Werbung angucken. Das ist mein Pflänzchen. Es verdurstet schon wieder. Aber ich habe gerade irgendwas getrunken. Dann trinke ich das hier ein, dann trage ich das ein und dann... Sieht man hier immer noch, wie viel Gläser man trinken muss. Meine ist immer sehr unglücklich, weil ich immer viel zu wenig trinke, trotz dieser App. Ich muss heute noch 5 Gläser trinken. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie schaffe. Hier sieht man auch immer so sein Männchen, wie viel Prozent man heute schon Wasser getrunken hat. Ich habe meine Pflanze hier Heinzi genannt. Und ich habe auch noch eine, die habe ich schon mal geschafft. Da, das ist meine Sonnenblume, die heißt Sunny. Sehr süß, also hier kommen dann so Pflanzen rein und man kann hier auch irgendwo... Ah ja, hier. Hier kann man auch noch so weitere Pflanzen freischalten, wenn man eine geschafft hat. So, meine ist jetzt bald fertig. Ja, die ist schon bald auf Level 4, wenn ich noch ein bisschen mehr trinken würde. Heute hat sie einen schlechten Tag. Tut mir leid. Also, im Ganzen ist die App aber super süß. Die erinnert einen immer so ans Trinken, dann ploppt sowas auf. Deine Pflanze hat Durst, gönn dir und deiner Pflanze ein Becher Wasser. Dann schalte ich das mal so ein und dann motiviert mich das irgendwie voll, wenn eine Pflanze so wächst. Ich find's mega. Und zum Schluss kommt jetzt noch eine Kategorie, die nenne ich einfach mal Fashion. Ich habe nämlich super coole Converse.
Kamboschuhe entdeckt. Das sind, oh, das sind Chucks. Die sehen so aus. Und die haben hier an der Seite so Stickereien. Also einmal hier um dieses Converse-Zeichen sind so ein paar Blümchen und so ein paar Zweige gestickt. Sieht super süß aus und die Seite mag ich auch total gerne. Das ist so ein bisschen so Aesthetic-Design. Also hier sind so ein paar Wellen, eine Sonne, auch wieder Blättchen, Blümchen, ein Mond. Hier sind auch noch so zwei Sternchen. Finde ich super süß und die passen einfach zu allem, zu schwarzen Jeans, zu blauen Jeans, auch zu weißen Jeans. Und ich finde so Converse Chucks eh immer total bequem. Ich hatte da früher auch immer total viele von. Auch im Sommer kann man ja auch diese niedrigen holen. Finde ich super. Okay, ich glaube, das war es jetzt auch schon mit meinen Favorites. Ich hatte gerade die Idee, dass ich vielleicht mal jeden Monat sowas machen könnte. Einfach euch so ein paar Favoriten aus meinem Monat zeigen. Oder ihr könnt mir mal auf Instagram per Direktmessage oder auch gerne hier in den Community-Tab so eure Februar-Favorites, wenn es bei der Februar kommt, reinschreiben. Dann könnte ich da vielleicht so ein Video machen. Ich teste eure Februar-Favorites. Wird mir auch total Spaß machen, mal eure Lieblingssachen auszuprobieren. Macht da gerne mit und lasst einen dicken Daumen nach oben da. Dann sehe ich, dass ihr auf jeden Fall so ein Video haben wollt. Und jetzt gibt es natürlich noch das Shoutout of the Day. Yay! Heute grüße ich mal die Julina. Sie hat geschrieben, oder Julina, sie hat geschrieben: Wow, du bist so süß und hübsch und cool. Ich liebe deine Haare. Ich habe nur dich abonniert, weil kein YouTuber oder YouTuberin besser ist als du. Du bist so toll, kannst du mich im nächsten Video grüßen. PS, ich heiße Julina. Also Julina, vielen lieben Dank für deinen lieben Kommentar. Es freut mich, dass ich deine Lieblings-YouTuberin bin. Mega cool. Vielen lieben Dank dir. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich heute. Und das war's jetzt mit meinem Favorites-Video. Wie gesagt, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um zur Mavi-Family zu gehören. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!